Blinkt auch bei dir ständig die Kontrollleuchte für den Behälter, obwohl der noch leer ist? Keine Angst, noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Denn dieses Problem kann in den meisten Fällen schon mit einigen Handgriffen behoben werden. Wir beginnen mit der üblichen Reinigung des Trockners. Dazu machen wir die Gerätetür auf und entfernen die im Rahmen befindlichen Flusenfilter. Zuerst den äußeren, dann den inneren. Wir öffnen nacheinander die Filter und entfernen die Flusen. Danach reinigen wir auch, so gut es geht, den nun freigelegten Spalt im Rahmen des Trockners. Die in der Trommel liegenden Feuchtigkeitssensoren sollten eigentlich sauber sein. Ist das geschafft, kontrollieren wir die unter den Filtern liegende Dichtung auf guten Sitz und setzen die Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Als nächstes öffnen wir die Kondensatorklappe. Doch wirklich weiter kommen wir hier nicht. Weil der Trockner eine Selbstreinigungsfunktion hat, ist die Öffnung verschweißt. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Mit dem Cutter schneiden wir eine Öffnung kurzerhand entlang der Perforierung frei. Danach können wir auch den dahinterliegenden Kondensator reinigen. So viel zur Selbstreinigung. Nach getaner Arbeit verschließen wir die Öffnung fachmännisch mit einer vom Hersteller separat im Handel erhältlichen Wartungsklappe. Eine ziemliche Farce, wenn man bedenkt, was diese Geräte kosten. Danach geht es ins Innere des Geräts. Zuerst stellen wir aber sicher, dass der Trockner vom Stromnetz getrennt ist. Denn mit Strom ist nicht zu spaßen. Zudem müssen alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze eingehalten werden. Wie immer beginnen wir damit, den Gerätedeckel abzunehmen. Dazu drehen wir die zwei hinten liegenden Schrauben raus und heben den Deckel an. Aber Vorsicht, manchmal ist auch das Stromkabel daran befestigt. Als nächstes entfernen wir den Wasserbehälter. Nun liegen die Schrauben der Bedienblende frei. Sie müssen ebenfalls entfernt werden, drei nahe des Wasserbehälters und eine auf der rechten Seite. Dann kann die Bedienblende nach vorne abgezogen und vorsichtig auf dem Gerät abgelegt werden. Nun lassen sich alle Schrauben des, von vorne gesehen, rechten Seitendeckels entfernen. Eine Schraube an der Vorderseite, zwei an der Oberseite, vier Schrauben an der Rückseite und zu guter Letzt noch eine an der Unterseite des Geräts. Ist das geschafft, kann der Seitendeckel nach hinten abgezogen werden. Okay, dieser Trockner ist schon super sauber, aber bei euch wird das in etwa so aussehen. Kein Spaß! Je nachdem, wie alt der Trockner ist, stehen die Chancen mehr oder weniger gut. Jedenfalls, sind die Flusen erstmal entfernt, wird das Innenleben erkennbar. Links befindet sich die Wärmepumpe, daneben die Kondensatpumpe samt Wasserstandssensor, gefolgt vom Motor und zwei Kondensatoren. Wir entfernen als nächstes den Wasserstandssensor, da der die meisten Probleme verursacht und wir so auch in den Flusensumpf gelangen. Zugegeben, es ist eng, aber machbar. Nachdem die Schrauben gelöst sind, stecken wir das Kabel ab und entnehmen den Sensor. Gut zu erkennen ist der Belag an den Metallstreifen und der muss weg, denn auch das kann zur besagten Fehlermeldung führen. Danach ist Reinigen angesagt. Wir füllen immer wieder heißes Wasser durch die Reinigungsöffnung nahe des Wasserbehälters in den Trockner ein. Gleichzeitig saugen wir das Wasser aus dem Flusensumpf mit Hilfe eines Schlauches wieder ab. Das machen wir so lange, bis das Wasser klar und möglichst frei von Flusen ist. Geschafft! Nun ist der Trockner wieder sauber und muss nur noch zusammengebaut werden. Dafür schließen wir den Wasserstandssensor wieder an und fixieren ihn mit den drei zuvor entnommenen Schrauben. Danach setzen wir den Seitendeckel an und schieben ihn auf die vorne befindlichen Plastiknasen. Nachdem das geschafft ist, drehen wir alle Schrauben wieder ein. Zur Erinnerung, eine an der Unterseite, vier an der Rückseite, zwei an der Oberseite und eine auf der Vorderseite des Geräts. Nun bringen wir auch die Bedienblende wieder in Position und fixieren sie mit den drei Schrauben nahe des Wasserbehälters und der einen Schraube auf der rechten Seite. Abschließend muss nur noch der Wasserbehälter eingesetzt und der Gerätedeckel aufgesetzt werden. Dann ist es geschafft. Die Fehlermeldung ist passé und der Kauf eines neuen Trockners damit zum Glück wieder in weite Ferne gerückt. Wenn dir das Video geholfen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und deine Unterstützung. Und nicht vergessen, Daibook abonnieren. Viele weitere Projekte warten auf dich.